Genau, und bei den beiden, also sie sind noch zusammen. Und da musste ich, habe ich kurz Pause gemacht, habe es angeguckt. Da muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich dachte mir so, wieso hat er einen PR-Agenten oder so, das eben? Aber nein, das kommt sehr natürlich rüber. Und ich muss dazu sagen auch noch, der kommt mir sogar sympathisch hier rüber. Aber jetzt bin ich gespannt. Junge, ja, pass auf. Ich auch so, hey, was ist mit dir los? Aber ich versuche immer fair zu sein, ne? Wenn ich etwas gut finde und wirklich was gut ist, dann sage ich das auch. Aber deswegen, guck mal hier. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Lang war sie ersehnt, lang ist sie ersehnt, und zwar das Wiedersehen von Temptation Island VIP. Und ich muss dazu sagen, mir haben so viele geschrieben, dass das irgendwie nichts aussagt und irgendwie total ist. Und dann habe ich mal da so durchgesäppt heute Nacht, weil ich hatte noch anderes heute Nacht zu tun für die Firma, deswegen konnte ich das noch nicht so richtig gucken. Ich habe aber so durchgesäppt und dachte mir so, da passiert ja mehr auf meinem Kanal und auf Instagram untereinander unter den Protagonisten. Wirklich. Dann fragt man sich, wofür war das jetzt nötig? Aber zwei Pärchen sind dann doch ganz, ganz unterhaltsam trotzdem. Wir gucken uns das Ganze an, wo man sich auch einfach nur denkt, A, halt's Maul, B, es reicht jetzt, C, was willst du noch? Und D, unnötig. Unnötig. Pass auf, Freunde. Lass es uns gucken. Lass es uns direkt gucken. Achtung. Vier Promi-Paare haben sich der größten Herausforderung ihrer Beziehung gestellt. Temptation Island VIP. Leider haben nicht alle den Treuetest bestanden. Welche Beziehung gestärkt wurde und welche vielleicht sogar zerbrochen ist, all das erfahren wir jetzt bei Temptation Island, was danach geschah. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Es wird sehr, sehr spannend. Ich sehe schon in aufgeregte Gesichter. Ihre Hände beim jeweils Aha. Ich muss nur sagen, ich vermisse ein bisschen unser Lagerfeuer. Das ist eine andere Situation, aber sie wird deswegen nicht weniger intensiv. Wir starten jetzt mit euch beiden. Aber Scheiße, jetzt seht ihr eigentlich. Glücklich aus. Ihr habt zumindest schon mal die Hände ineinander, miteinander. Das ist doch schon mal schön. Es war eine unfassbare Gefühlsachterbahn bei euch und das schauen wir uns nochmal an. Das Klischee des Fußballers, das trifft auf jeden Fall auf mich zu. Also auf keinen Fall dir im goldenen Kleid. Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Nein, ich weiß ganz genau, wen der nimmt und ich will das nicht. Ich würde einfach so wird, wie er früher war, bevor wir zusammen waren. Und da war halt dieses Beuteschema halt genau das, was er halt bevorzugt hat. Ich und Kate haben so eine schöne und stabile Beziehung. Dieser Test, der wird uns so helfen. Der wird uns so noch mehr zusammenschweißen. Und deswegen, da ist schon eine edle Schnitte. Da braucht man auch nicht zu lügen. Ruhig, ruhig. Ich muss ja auch ein bisschen auf mein Image achten. Ne? Das kann ich ja später verlieren. Glaub mir, da drehe ich meiner Frau schon, dass ich so gucke. Das ist schon zu viel des Guten. Das ist schon ein Geier. Hat er ernsthaft gesagt, wenn das meine Frau sieht, guckt die ganze Zeit. Ey, was soll das denn? Ich sitze da in dieser Vielleicht vermisst den jeden Tag. Jogo war der letzte Mann, den ich kennengelernt habe, bevor alle meine Ex-Freunde hierher. Schickt sie alle hierher, stellt sie alle vor mich. Und ich werde euch allen beweisen, dass ich gar nichts machen werde. Und jetzt wird mir gesagt, dass ich nicht hier reinpasse. Mein ganzer Kosmos, der dreht sich nur noch um diese Frau. Ich liebe sie mehr als mein eigenes Leben. Also ich bin schon sauer auf sie, aber ja, das ändert nichts an der Liebe zu ihr, gar nichts. Schatz, ich vermisse dich so unfassbar. Ich liebe dich schon immer, mein Baby. Bis Dienstag. Du warst krank. Schlaf schön, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Du machst mich dünn. Du machst mich dünn. Machst mich gesund und ich muss auch weinen. Ja, guck, er denkt an dich. Du denkst auch an mich. Ich denke auch an dich. Oh, Baby, du bist so schön rot. Jakob ist halt ein Mensch, der mich so liebt, wie ich bin. Egal was. Der, die so liebt, wie sie ist, das habe ich gar nicht registriert gehabt. Was liebt er denn an ihr, dass sie so liebt? Er hat doch die komplette Vergangenheit von ihr doch madig geredet. Also liebt er sie ja nicht so, wie sie ist. Er akzeptiert mich einfach zu 100% und umgekehrt auch. Er akzeptiert mich zu 100%. Na. Oh Gott, das war die schlimmste Zeit in meinem Leben. Ich kann mal heiraten, ne, dieses Jahr. Also, ich warte immer noch auf meinen Heiratsantrag. Den hätte ich gerne so in den nächsten 2 Monaten, Schatz. Also, eins kann ich sagen, ich kann dir nicht genau sagen, wann, aber dass es in den nächsten 2 Monaten passiert, ist richtig. Mhm. Und, hast du es durchgezogen? Zeig mal, Schatz. Aha, ach, ihr seid verlobt. Du heiliger Bimbam. Glückwunsch. Ach, du heiliger Bimbam. Das hat so ein bisschen was Vibes von Marlies und Fabio, ne? Dass die zu, also die Vibes meine ich, dass die alles, was er macht, dass sie dahinter steht trotzdem, so, weißt du? Ja. Danke. Wie, wo, wann, was? Ich will alles wissen. Also, ja, wir nicht. Beim Timing war so ein bisschen die Sache. Ich musste halt darauf achten, dass sie wirklich gar nicht Okay, ja. Man hat so gemerkt, wie er immer so gestockt hat und dann immer so versucht, okay.
Oh, sorry. Nee, und dann dachte ich, dann ist mir so ein Licht aufgegangen. Dann dachte ich, jetzt war ja schon längst überfällig gewesen. Es war schon höchste Zeit, ne? Höchste Eisenbahnstadt. Wenn du nochmal die ganzen Bilder siehst. Ja, ich denke, das Problem insgesamt war bei mir immer diese räumliche Trennung einfach. Das hat mir wirklich sehr schwer zu schaffen gemacht. Das ist die Erklärung wegen der räumlichen Trennung. Hast du Halsschmerzen? Nee, wieso? Ach so, nee, das ist, weil hier das so hoch geht, dann geht mein Make-up hier unten runter weg. Dann reibt das so, dann habe ich den Dunkel nachher. Deswegen mache ich so, dass das nicht so reibt. Ich kann so machen. Ich war, zu keiner Sekunde hatte ich das Gefühl, dass sie irgendwas machen wird, wo ich wirklich sage, das ist Betrügen. Das wusste ich, so, weil das macht man auch einfach nicht. Und Nee. Das Gefühl hatten wir auch nicht, dass sie das machen wird. Wir hatten das schon ab der ersten Sekunde bei dir, Jakob. Ja, diese räumliche Trennung. Die mich fertig gemacht hat. Und ja, total. Die hat dich total fertig gemacht. In der Situation dementsprechend bist du natürlich mega, mega nervös jedes Mal auch, ja. Ja, da ist man mega, mega nervös. Leila. Das ist schon eine geile Schnitte. Und dann gehen wir mal demnächst feiern und reißen Köln den Club ab. Und dann nehmen wir die Leila mit und meine Olle bleibt zu Hause auf der Couch. Und wir sagen, wir gehen einfach nur und dann machen wir. Und dann nehmen wir Leila mit, aber so. Ich wollte gerade sagen, die soll das mal fragen, ob sie in Empfänger war. Ne? Ja, das ist schwach. Also diesmal war nicht die Lola in dieser Moderation hier schwach. Die macht keine bissigen Fragen, nichts. Schade. Wirklich, warst du dir genauso sicher, dass er auf keinen Fall was machen wird? Also eigentlich hätte ich meine Hand ins Feuer gelegt, dass er gar nichts macht. Aber man weiß halt trotzdem in dieser Situation nicht, was passiert. Und man ist so unter Druck. Und ich kann halt auch nicht schlafen ohne ihn. Ich habe die ganze Zeit Kopfkino gehabt ohne ihn. Und ich habe mich so elendig gefühlt jeden Tag in dieser Villa. Das war schon echt die härteste Zeit. Also ich habe noch nie in meinem Leben so lange in einem Stück durchgelitten wie dort, muss ich sagen. Ihr habt beide ziemlich gelitten. Ihr habt beide auch viel geweint. Du hast sogar mit einem Kissen geredet, was aber so süß war. Danke. Oh, no. Ich verstehe es nicht. Bin ich falsch, dass ich es nicht süß finde, wenn der Typ mit dem Kissen quatscht? Finde ich auch nicht. Nach den ganzen Aktionen und erst zum Ende hin mit dem Kissen quatscht. Wieso hat er nicht von vornherein mit dem Kissen gequatscht, wenn schon der mit dem Kissen quatscht? Ich sag mal so, ihr hattet eure Höhen, ihr hattet natürlich auch eure Tiefen. Du meintest zum Beispiel, dass Jakob in deinen Augen nicht wirklich in die Fernsehwelt gehört, was ihn natürlich sehr verletzt hat, oder? Ja, nicht mal die Aussage, dass ich nicht in die Fernsehwelt gehöre. Oder ich habe so verstanden, dass sie meinte, ich passiere einfach nicht rein. Und diese ganzen Eindrücke, die du an der Villa hast, dir kommt das dann so vor, als wenn sie sagt, gut, du gehörst einfach nicht hierhin, lass mich das alleine machen. Und sie hat es nicht so gemeint, aber ich war natürlich in der Situation sauer, aber das ist schon längst Schwamm drüber. Also, ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Ich glaube, da war ich echt betrunken. Ich weiß das gar nicht mehr. Du hattest ja große Angst. Für was die Leute immer Ausreden suchen, ne? Also für alles. Immer Alkohol. Immer Alkohol und vermissen. Deswegen baut man Scheiße. Als du gesehen hast, Jogo, dein Ex, kommt durch die Tür. Er ist nicht mein Ex. Ist er nicht? Nein. Ach so, aber er wird ja auch immer als mein Ex betitelt. Er ist nicht mein Ex. Ich habe ihn damals mal kennengelernt. Wir haben uns einfach kennengelernt. Und ich habe zu Jogo gesagt, sorry, aber du entsprichst einfach nicht meinen Vorstellungen. Das ist, wir können das so auf freundschaftlicher Basis machen. Er hat mich dann auch, glaube ich, zweimal tätowiert. Ja. Und der Kontakt ist abgebrochen. Ja, also Diego ist auf jeden Fall... Wenn man mit jemandem den Salat... pflanzen und bepflanzen lässt, ist das ein Ex. Entweder ein Ex-Freund oder ein Ex-Lover, also Ex-Affäre. So, die haben nicht nur eine Freundschaft geführt. Wovon redet die denn jetzt schon wieder? Also, Diogo jetzt einer für... Komm, wir gehen mal... Ja, nee, mit Diogo gehen wir einfach nochmal einen Kaffee trinken. Wir gehen mal brunchen im Extrablatt und dann gucken wir mal, was draus wird. Spielen danach noch ein bisschen Karten. Ein bisschen Skibbo. Er hat es doch selber gesagt, der Diogo, dass die was miteinander hatten. Ja. Also, wovon redet die denn hier? Und das war es halt auch. Also Ex ist halt jemand, mit dem ich zusammen war, für den ich gut fand, aber das war halt in dem Fall einfach nicht gewesen. So. Ach so, ja, okay. Und das sage ich jetzt, weil einfach mein Mann hier neben sitzt und der schon wieder einen Koller kriegt. Hätte die Dings aber schon mal nachtreten können. Ja, die hat nichts gemacht in der ganzen, das wirst du sehen. Habt euch gegenseitig groß was vorzuwerfen? Ich fand schon, dass ich ihn nochmal von der anderen Seite gesehen habe, als ich das kannte, muss ich sagen. Aber so, es war jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist für mich ein Trennungsgrund. Klar, die eine oder andere Sache hat mich schon gestört, das hat man auch gesehen. Das fand ich jetzt auch nicht gut, aber ich würde mich jetzt niemals deswegen so trennen von ihm, weil dafür ist er meine große Liebe. Und ich weiß, dass ich so jemanden nie wieder finden werde in meinem Leben, der so... So einen wird er nie wieder finden. Ist er mir nicht böse. Aber das ist der typische Mann. Wenn man jetzt die Männer mal in Kategorien steckt, in Unterschicht, wie Ballermann, Mallorca, feiern gehen, saufen, trocken, rubbeln,
mit anderen. Wenn das Kategorie Unterschicht, die mittlere Schicht ist, die sind relativ neutral, die Männer, aber gehen schon mal ganz gerne in Stripclubs, aber machen jetzt nicht Trockenrubbeln oder Mallorca und Party. Und es gibt die Oberschicht, die High-Class-Männer, die von alleine nicht draufstehen, Mallorca saufen, Party machen, die Stripclubs und Bordelle als ekelhaft empfinden. Die gibt es tatsächlich auch noch. Man glaubt das kaum, aber die gibt es. Wenn wir das mal so klassifizieren, wo dann siehst du den? Alles auf ein Ischu oben. Ja, der gehört, der ist auch noch nicht mal, die in der Mitte sind, sondern wir wissen hier ganz klar, das ist ein Mallorca-Gänger, ein Ballermann-Gänger, der säuft gerne, Leila, ihre Schnitte und ich muss ja mal, und das ist ja sein wahres Ich, was völlig in Ordnung ist, jeder ist ja anders, nur du kannst halt nicht selber so von dir sagen, so, du stehst auf edle Frauen, du hast nichts getan, du kannst dir nichts vorwerfen. Aber ich glaube, dass die das wirklich so sehen. Ich glaube, der sieht das wirklich so, als wenn das völlig normal ist. Ja, das glaube ich auch. Genau. Und sie denkt dann, weil sie auch nur diese untere Schicht der Männer wahrscheinlich kennen, diese, was ich nicht abwertend meine, sondern wirklich, um mal in so drei Etappen zu Dings, die kennt keine besseren. Und deswegen denkt die kriegt doch keinen besseren als diese Unterschichten-Kram. Ich habe das ja auch gedacht, in meinen Anfang 20 bis Mitte 20 aber auch noch, habe ich auch gedacht, es gibt nur diese Männer, die ich da hatte. Und dann konnte ich damit ein ganzes Buch füllen, weil ich dann irgendwann mal mein Beuteschema gewechselt habe und gemerkt habe, ich bin mehr wert als das, was die Männer mir da geben. Und habe dann festgestellt, was es für Männer gibt. Und dann denke ich, und heute dann, in meinen 30ern, denkt man sich einfach nur, Gott, was hast du dir da gefallen lassen? Woher denkst du, dass das ist ein super Mann oder ein super Kerl? Oder, ne, es gibt aber auch Frauen, vielleicht ist Kate so eine, die sagt, obwohl, nee, wir haben es ja festgestellt, dass Kate gesagt hat, sie findet das ekelhaft und hat ihn auch zur Rede stellen wollen beim Lagerfeuer. Das, was sie da gesehen hat, fand sie furchtbar, geht gar nicht, das ist nicht mein Mann. Aber es gibt Frauen, die sagen, das ist nicht ist schlimm, okay, ja. Das ist okay. Und dann ist es auch okay. Ja. Aber wenn ich doch sehe, etwas, was mir nicht passt, was meinen Werten, meinen Prinzipien und meiner Moral und Ethik nicht entspricht, wieso komme ich dann auf die Idee, das ist, den Mann will ich heiraten und dieser Mann, es gibt nichts Besseres als diesen Mann. Das finde ich so traurig, dass so viele Frauen, ich habe das ja früher auch gedacht, aber Kate ist ja auch schon in den 30ern, das finde ich enorm schade, dass man sich so wenig wert ist, dass man sagt, man kriegt nichts Besseres als das. Ja. Wenn muss sie sagen, ich liebe ihn so wie er ist, so ist er, ich liebe ihn, für mich gibt es keinen besseren Mann. Aber dann darf sie nicht parallel bei den Lagerfeuern sagen, was ist das denn, was macht der da, oh mein Gott, was macht mein Mann da, verstehst du? Das passt halt nicht. Sehe ich das falsch? Nee. Freunde, oder nicht? Also das ist halt einfach so widersprüchlich. Das ist wie bei Melissa und Fabio. Ja, und was ist jetzt Trennung? Das ist so schade, das ist so Zeitverschwendung, wirklich. Aber wie gesagt, wenn sie das geil findet, der Mann, der da so am Geiern ist und so eklig auf Unterschichtenniveau die Frauen da angeiert im Fernsehen, wenn sie das für sich, ja, dann bitteschön, ne? Bitteschön, aber dann heul nicht später. Würdet ihr sagen, Temptation Island hat euer Vertrauen gestärkt? Ja, Vertrauen. Also, wir haben uns vorher auch schon vertraut. Das war einfach nur nochmal so, ne, die Kirsche auf der Sahne, würde ich sagen. Dass wir einfach noch enger zusammengekommen sind. Und vor allem war es für mich halt auch wichtig, dass ich diese Eifersucht, die teilweise wirklich krankhaft auch von meiner Seite aus war, echt mehr in den Griff bekommen habe, auf jeden Fall. Gut, wenigstens das war sinnvoller Satz. Dass die krankhafte Eifersucht, dass er es eingesehen hat, dass die echt überzogen war und übertrieben war, dass er die in den Griff bekommen muss. Immerhin. Amen. Genau, wenigstens das. Vielleicht hat er ja auch wirklich daraus gelernt und seine eigenen Bilder gesehen und dass man so nicht, kann ja auch sein, weißt du? Dass man selber sieht, okay, ja. Ich habe nicht mehr alle hässliche Bilder, so, ne? Okay, gehen wir vom Positiven aus. Spielen wir Bäumchen wechsel dich mit Sandra und Giuliano. Ihr habt euch der Versuchung gestellt. Genau, und bei den beiden, also sie sind noch zusammen und da habe ich kurz Pause gemacht, habe es angeguckt, da muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich dachte mir so, Giuliano, ja. So, hat er einen PR-Agenten oder so, das eben. Aber nein, das kommt sehr natürlich rüber. Und ich muss dazu sagen auch noch, der kommt mir sogar sympathisch hier rüber. Oh, jetzt bin ich gespannt. Junge, ja, pass auf. Ich auch so, hey, was ist mit dir los? Aber ich versuche immer fair zu sein, ne? Wenn ich etwas gut finde und wirklich was gut ist, dann sage ich das auch. Aber deswegen, guck mal hier. Für dich war, glaube ich, emotional ganz klar, wo du stehst. Giuliano, du wusstest noch nicht mal, ob du sie überhaupt vermissen wirst. Und wie sich deine ganzen Emotionen entwickelt haben, schauen wir uns jetzt nochmal an. Gerade am Anfang ist es eigentlich schön, so einen Beziehungstest zu machen, damit man eigentlich dann weiß, wo man hingehört und ob genau. Das auch Deal. Wenn wir morgen das sehen, schwöre guck ich mal, dir, guck mal, ihn an mit der Reaktion. Never.
Ihm ist das echt peinlich so. Man merkt, dass ihr das. Kannst du von mir fragen, dass ich dann am Boden schlafe? Ja. Ich glaube, ich bin da drinnen so ein kleiner Favorit, glaube ich, von den Mädels. Da darf man ja auch ein bisschen stolz drauf sein. Auf der anderen Seite kann sich auch Sandra freuen, dass sie so einen tollen Freund hat, den andere Frauen sexy finden. Guck, ihr lacht. Das ist geil. Wir müssen auch mal jemanden haben, der dann zum Beispiel sagt so, ey, komm, Junge, geh mal zum Sport. Ja. Das fehlt mir so ein bisschen in der Beziehung. Keine Ahnung, wie oberflächlich ein Mensch auch sein kann, wenn ich eine Woche keinen Sport gemacht habe, sagt er, nee, ich will jetzt nicht mit dir ins Bett. Und er hat halt alles, Handy immer auf Sturm, alle Nachrichten, dass man die nicht sehen kann auf dem Bildschirm, dreht immer so das Handy weg und ich weiß halt nicht, warum so. Weißt du denn, wie sein Handypasswort? Nee, sagt er mir nicht. Weißt du nicht? Nee, er weiß meins, aber er ist immer deins, nicht seins. Er weiß deins und... Ja. Drüber nachdenken, wie das Ganze jetzt zwischen mir und Giuliano weiterlaufen soll. Und ja... Einfach enttäuscht. Ich muss feucht sein. Nicht spucken. Also hier würde ich sagen. Weißt du, was mir gerade bewusst wird? Ich verstehe jetzt, wie meine Freundin sich fühlt. Ich gebe dir viel zu wenig Komplimente. Ja? Weil die wirklich ein super toller Mensch ist. Und ich kann ihr das einfach nicht geben, was sie verdient hat. So. Beziehungsweise ich bemühe mich, aber es ist viel zu wenig. Wieso lachst du da? Ich sag doch, dass du eine attraktive Frau bist. Aber ich, dass ich meine Freundin liebe. Aber das hast du ihr trotzdem noch nicht gesagt. Und jetzt sag's. Mit Vermissen hätte ich vielleicht gerechnet, aber nicht, dass er jetzt sagt, er liebt mich. Und hab dich natürlich gefreut. Mhm. Ich wollte mich halt echt wirklich dafür entschuldigen, so dass ich halt diese Kleinigkeiten, so diese kleinen Sachen, so dass ich die 0,0 geschätzt habe. Hey, gut, happy Wein zu sehen, also ist ja auch wie so ein Highlight, also das passiert nie. Ja, nie. Und deswegen hat mich das gerade mitgenommen, wie er so da gut über mich geredet hat. Passiert es oft, dass er gut über dich redet? Jetzt hier schon. Also seitdem schon. Giuliano, die Einsicht kam. Achtung. Ich fass es nicht, wie schön. Ja. Besser spät als nie. Mhm. Boah, mir war das gerade eben so unangenehm, das anzuschauen. Alter, Falter. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, so, weil ich nicht weiß, so, was ich dazu sagen soll. Weil halt so die, am Ende war es schön, aber so die Anfangsbilder, das war echt nicht so. Und inwieweit würdest du sagen, hat sich Giuliano durch Temptation Island verändert? Also er hat sich schon sehr geändert. Also danach extrem. Danach war wie so eine, sorry, danach warst du richtig anstrengend. Also wie so eine kleine Klette, die nicht mehr loslassen wollte. Wirklich nicht mehr loslassen. Da war es mir schon fast zu viel, aber im Endeffekt habe ich mich ja voll gefreut, weil genau das war ja, was ich wollte. Mittlerweile sind wir gerade voll auf einem guten Mittelweg. Also er ist nicht mehr ganz so anstrengend, so wir sind jetzt beide richtig auf einer Welle. Das ist so schön. Ja, das stimmt. Nach Temptation hatte ich halt echt so wirklich einen richtigen Down. Also so wirklich so, auch so Verlustängste und so tatsächlich und Panikattacken und alles so drum und dran, weil mich halt einfach diese Zeit so mitgenommen hat und so geprägt hat. Und ich habe mich tatsächlich einfach, ja, jetzt nicht selbst von mir geekelt, aber wenn ich das so anschaue, so, dann habe ich mich halt einfach so, das war Fremdschämen für mich selber in der Hinsicht. Und das habe ich jetzt immer noch ein bisschen, aber ich komme jetzt so langsam damit klar und ja, sie hilft mir da auch. Super dabei, muss man da ehrlich sein. Ja, und deswegen, das fand ich halt so witzig, also nicht witzig, witzig so im Positiven, aber mich in seiner Insta-Story kritisieren, dass wir uns fremdschämen für ihn und uns über ihn lustig machen. Weißt du, weil er hat das selber gesehen und findet es sich einfach Fremdscham. Geht auch nicht anders. Und ekelt sich vor sich selbst, so. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, geht nicht anders. Es gibt aber welche, die überhaupt nicht reflektieren. Das kommt gleich. Ja, Henrik. Ja, und Henrik. So. Und der reflektiert wenigstens und sagt wirklich, wirklich als einziger von denen, ja, ich habe Fremdscham empfunden, ich ekel mich vor mich selber, das geht ja gar nicht. Ja. Ne, weißt du, das finde ich richtig, richtig gut, ja. Du hast ja so ein paar Aktionen gebracht, die ein bisschen fragwürdig waren. Du hast ja zum Beispiel euren kleinen Fingerschwur gebrochen. Du hast gesagt, du schläfst nicht mit einer anderen Frau im Bett, dann hast du es doch gemacht. Bereust du es? Nicht falsch antworten. Antwort ist gut. Wenn man was schwört, dann soll man es auf jeden Fall nicht brechen. Das bereue ich auf jeden Fall. Würde ich jetzt auch nicht nochmal machen.
Ich habe halt jetzt bloß verkackt, so, weil der kleine Fingerschwur halt jetzt nicht mehr so viel bedeutet. Ne? Muss nicht mehr irgendwas Neues einfallen lassen. Du musst einen Fußschuhe machen oder so. Ah. Hat das was in dir kaputt gemacht? Witzig, Lola. Also, wenn er jetzt einen kleinen Fingerschwur macht, kann er voll vergessen. Also, da muss ich auf andere Sachen vertrauen. Giuliano, du hast einen Spruch gebracht, da muss ich sagen, schwierig. Du meintest ja, wenn sie keinen Sport macht, dann findest du sie nicht anziehend. Du willst dann nicht mit ihr in die Kiste gehen. Ist das wirklich der Fall? Hab ich das gesagt, dass ich nicht mit in die Kiste gehe, wenn du keinen Sport machst? Okay. Ich sag mal so, das Thema Sport war darauf bezogen, nicht so auf ihre Figur, sondern das war darauf bezogen, so, dass ich halt so ein Mensch bin, der das sehr gerne macht. Und ich halt einfach jemand gerne an meiner Seite hätte, der das auch macht, weil mir dann selber so die Motivation fällt. Zum Beispiel, wenn wir abends auf der Couch liegen so, und ich sag, lass mal zum Sport gehen. Und sie sagt dann so, nein, lass uns Chips essen und Fernsehen schauen. Dann bin ich halt im ersten Moment sauer, weil ich dann selber zu Hause bleibe. Ich brauche dann da jemanden, der mich ein bisschen antreibt. Und das war darauf eher bezogen. Und da muss ich jetzt so sagen, das kann ich tatsächlich verstehen. Ja, aber findest du, dass sie eher aussieht, als würde sie jeden Tag Sport machen oder er? Mal anders. Ja, weil ich hatte auch einen super... gut, ich war Tänzerin. Aber es gibt junge, also Frauen bis zu, mit ihrem Mitte, Ende 20 können essen teilweise, was sie wollen. Okay. Die werden nicht dick. Und er? Ich weiß, aber deswegen will er ja zum Sport. Ich denke schon, dass der futtert. Aber es geht hier ums Prinzip, dass er jemanden will, der mit ihm zum Sport geht. Da muss ich jetzt so fair sein. Weil ich habe auch mal zu dir gesagt oder zu mir, ich weiß nicht, ich kann mich nicht jeden Tag für euch oder ne, für uns beide motivieren, also dementsprechend für dich. Ich muss jemanden haben, der auch motiviert ist, damit ich auch motiviert bin, damit man gemeinsam... Weißt du? Weil wenn einer permanent Kim Borg oder dies und jenes ist, das zieht einen runter tatsächlich. Und deswegen kann ich diese Erklärung jetzt endlich mal, die er plausibel erklärt hat, nachvollziehen. Ne? Stell dir mal vor, ich wäre jemand, der faul ist und so. Ne? Ist schon, das nervt schon eine Beziehung. Ich glaube, du brauchst die Motivation, die macht sich größer, im Idealfall natürlich selbst, dass du nicht erst Sandra brauchst, die dir einen Arsch tritt, damit du zum Sport gehst. Darf ich mal kurz was dazu sagen? Bitte, ja. Ich habe mir in 2 Wochen Temptation nicht einmal Sport gemacht. Und danach fand er meine Figur am allertollsten. Sagt er mir jeden Tag, da warst du am allertollsten. Und dann sag ich immer, siehst du, ich hab gar keinen Sport gemacht. Ach, was ein Thema, ey. Thema Handy. Ja, Schatz, das kannst du mal klarstellen mit dem Handy. Was soll ich jetzt noch klarzustellen? Also ich finde, als ich das so gesehen habe in der Sendung, kam das für mich so rüber, dass ich von ihr so verlangen würde, dass ich ihr Handy-Passwort weiß und dass ich also ihre ganzen Sachen so durchsuchen will und dass ich mich hinstelle und so sagen würde so, ey, gib mir dein Handy-Passwort, aber meins kriegst du nicht. So kam das für mich rüber, aber das stimmt ja nicht. Mir ging es nur um das Wegdrehen und so und das hat er jetzt mittlerweile, macht er nicht mehr und deswegen, war ja das, was ich schlimm fand. Sein Code brauche ich nicht. Red weiter. Ich sag nur, sein Code brauche ich ja nicht, wenn er mir kein schlechtes Gefühl gibt, dass irgendwas in diesem Handy ist, was ich nicht sehen soll. Wenn er mir nicht das Gefühl gibt, wenn er es einfach so neben mir benutzt wie ein normaler Mensch, so, warum soll ich mich das dann interessieren? Männer, wie ist es bei euch so? Darf da die Perle mit ins Handy gucken? Hat die sogar das Passwort? Bei mir ist das sogar so, die nimmt das 5 bis 10 Mal am Tag. Die kennt alles bei mir. Bei uns, ne? Also offen wie im Buch liegt das da für sie, ja. Bei uns beide. Kate verschickt sogar noch Nachrichten wahrscheinlich von deinem Handy. Genau, die sagt dann, ja, treffen meinen Freund ab und so weiter, ja, genau. Ja, ich muss doch wissen, was er treibt. Aber das ist eher Neugierde als Kontrolle. Ich will einfach so wissen, was da so passiert auf seinem Telefon. Nee, das würde ich jetzt zum Beispiel persönlich, also wenn sie das zu mir sagen würde, dann würde ich damit nicht klarkommen. Aber ist ja auch jeder anders so. Dann ist ja gut, dass ihr zwei keine Beziehung führt, nicht wahr? Ja, aber das finde ich auch ein bisschen cringe tatsächlich, wenn dann, ja, zeig also, mal dein Handy, was geht da so ab? Ist keine Kontrolle, ich will nur wissen, was mit deinem Leben so abgeht. Ich glaube schon, dass sie sehr eifersüchtig ist, die Kate. Ja, klar, es hat nur mit Eifersucht was zu tun. Hat ihr eigentlich noch seinen Anti-Baby-Pillen-Wecker? Nee. Nee? Ich nehm die Pille nicht mehr. Oh. Ja. Wieso nicht? Brauche ich ja nicht. Stimmt. Da wurde ja was abgebunden, nicht wahr? Unangenehm. Aber Lola, unangenehm. Abgeklemmt. Abgeklemmt, ja. Du hast dein Samenleiter abklemmen lassen? Oder abbinden, wie du es sagen abgebinden, möchtest. Abgebunden, abbinden, whatever. Okay, warum hattest du es ihr nicht gesagt? Moderationsfail, sein Urgroßvater, die Arme. Das ist so unangenehm, dieses abgebinden, Gespräch, abbinden, ja. Abgebunden, abhaben, abklemmen, abklammen. Kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich, weil ich immer noch so Schiss hatte oder irgendwie Angst hatte in der Hinsicht. Weil mich das halt einfach psychisch fertig gemacht hat in der Vergangenheit. Dass halt irgendjemand mal zu mir kam und gemeint hat, so, ey, ich hab ein Kind von dir. Und das ist halt wirklich krass, wenn dir das mal jemand sagt. Und dann war die Beziehung eigentlich schon vorbei. Und dann überdenkst du die Beziehung nochmal, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, wir haben ein Kind zusammen. Dann legst du nochmal alles, egal was passiert ist, auf Seite und probierst trotzdem mal von vorne anzufangen. Und wenn du dann erfährst, dass das Kind eigentlich gar nicht von dir ist, dann hast du psychisch einen weg, meiner Meinung nach.
Also hatte ich zumindest. Oder hab sogar noch. Wie soll es in Zukunft aussehen? Verstehen. Hast du vor, dir den irgendwann wieder gerade biegen? Whatever. Aufzumachen? Aufzumachen? Ja. Also ich habe ja auch zu ihr gesagt, ich will Kinder. Spätestens mit 25 eigentlich. Jetzt bin ich 23. Man sagt so, man sollte es nach 3 Jahren, also allerspätestens wieder aufmachen, weil dann halt die Prozentigkeit nach unten steigt, dass man nicht mehr fruchtbar ist. Mhm. Aber so nach 1-2 Jahren ist es immer noch so bei 98% die Wahrscheinlichkeit. Deswegen, die Prozentigkeit. Ja, wie sagt man das sonst? Die Wahrscheinlichkeit. Ja, sorry. Und bist du auch Kinder? Ja, ja. Also in 2 Jahren ist ein bisschen früh, vielleicht 3-4 Jahre. Werden wir uns schon noch einig. Was für ein Happy End. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch und alles. War nicht gedacht, aber. Next. Ja, ich habe so viele Funktionen gesehen. Ja, aber nicht spannend. Schläge. Nee, gar nichts. Gar nichts. Langweilig. Konntet ihr eure Beziehung noch irgendwie retten? Weil wir deswegen das... Nein, wir sind auseinandergegangen, aber wir sind im Guten auseinandergegangen. Wir haben keinen Stress gehabt. Natürlich war man sich irgendwie, war man gegenseitig auf gewisse Aktionen irgendwie sauer. Aber wir sind auch nicht hier, um mit ihr Stress zu machen. Und wir sind auch nicht hier, um uns gegenseitig fertig zu machen. Wir schauen uns nochmal an, was passiert ist und dann... Genau, und deswegen, das können wir überspringen, weil das tatsächlich dann nicht so... Genau. Es kam halt so ein bisschen raus, muss ich dazu aber auch sagen, dass Emmy, also das wäre, glaube ich, den Grund, alle wissen, warum Emmy so ist, wie sie ist. Die ist tatsächlich eine Zeit auch... Ihre Mutter hat einfach gesagt, Tschüssikowski, mach's gut, als sie Kind war. Und dann war sie auch im Kinderheim und so. Und die hat auch keinen Kontakt mit ihren Eltern jetzt. Okay. Ja, schon eine miese Nummer. Also ich kann das sehr nachempfinden, da bin ich sehr empathisch, weil... meiner verflossenen Familie ist es genauso. Same, weißt du? Also, und aber Kinderheim und so habe ich halt nicht durch, ne? Ich glaube, dass es schon eine harte Nummer ist, ne? Deswegen, ja. Ja, und jetzt kommt hier Paulina und Henrik. Paulina und Henrik. Und da muss ich dazu sagen, guckt euch auch mal den Fokus, hört zu und gleichzeitig im Hintergrund, was da abgeht, wie ekelhaft hier die Herren der Fraktion sich über sie lustig machen und so. Die stellen die Paulina da komplett als Buhmann hin. Okay. Junge, und dabei können alle einfach nur sich eingraben. Weißt du, ich meine? Aber psychologisch in Gruppen ist das ja immer so, ne? Du hast ja immer einen, den man mobben kann, damit alle voneinander sich abwälzen, sich alles abwälzen und einen, wo alle draufgehen, dann ist man sicher, dass man nicht selber, ne? Das findet hier nämlich statt. Finde ich ekelhaft. Die Zeit bei Temptation Island VIP war für euch wahrscheinlich die turbulenteste Zeit überhaupt. Die war unglaublich intensiv. Warum? Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Wie würdet ihr denn den Zustand eurer Beziehung beschreiben? Sehr, sehr gut. Und... könnte eigentlich besser nicht laufen. Ich bin sehr gespannt bei euch beiden, wirklich. Weil, ich meine, Henrik, wir kennen dich aus einigen Formaten. Du feierst sehr, sehr gerne. Schon ein bisschen. Wenn er dann irgendwann mal doch Alkohol in die Finger kriegt, ich glaube, dann kann das echt schnell eskalieren. Machen wir aber auch ein bisschen Angst. Cheers! Partytime! Cooler Mensch, er hat eine coole Aura. Sowas mag ich einfach. Da habe ich voll aus der Bahn geschmissen und ich bin gar kein öffentlicher Weiner so oder irgendwie. Mir ist es voll unangenehm eigentlich. Zu meiner Frau, die ich liebe, die ich heiraten werde, ins Bett legt, einen Arm um sie wirft. In so vielen Hinsichten auch verbessern will. Und da ist das der Punkt, was ich unbedingt in die Öffentlichkeit auch tragen muss und noch weiter sagen muss. Ich finde es krass, wie leicht ihr, die glauben oder die pro Henrik sind und gegen Paulina, wie leicht manipulierbar ihr seid. Nur weil einer, und ich bin ja auch so, wenn jemand weint, werde ich auch weich. Aber man muss trotzdem sich bemühen, das Ganze objektiv zu sehen. Henrik weint hier und 70% von euch... ja, aber bei Henrik sieht man wenigstens Reue. Nur weil jemand weint, heißt es also, seine Taten sind vergessen. Nur weil jemand weint, heißt es, dass er wirklich bereut. Genau, genau. Wenn jemand bereut, heult er, macht den Fehler nicht nochmal. Ja, ich weiß. So. Und, ja, der heult hier und macht dann im nächsten Atemzug trocken Pflanzen mit anderen Frauen. So, warum, Freunde, seid ihr so leicht manipulierbar? Reden und heulen kann jeder. Taten zählen, bei egal wem und was. Paulina, ja, aber bei Paulina kamen keine Tränen, das ist so fake. Ach so, aber es kann nicht fake sein, was der Henrik hier abzieht. Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe bei Köln 50 gespielt. Ein Jahr, ich konnte auf Knopfdruck heulen. Man muss sich einfach nur traurige Situationen vorstellen. Und dann kommt das von ganz alleine. Ja, schon guckst du, dachtest du gerade, ich fange jetzt an zu heulen. Nee.
Na, auch beim Casting, beim Final Casting. Da war ich frisch getrennt, ich war richtig am Arsch und ich musste eine Szene spielen, die richtig dramatisch war. Ich fing an zu heulen. Ich habe die Königsdisziplin da hingelegt vom Heulen. Die haben mir abgenommen, dass ich fertig wäre mit den Nerven, ja? Ja, und dann auf einmal war die Szene beendet und ich war wieder völlig normal. Und Hendrik hier auch, der heulte in der Staffel und ging raus zum Pool und, ne, weißt du noch? Natürlich, und hat da mit der Nächsten rumgeschnattert. Klar. Ja, Freunde. Ein viel, viel mehr mir Mühe geben möchte und mir einfach ja, aber hast du nicht. Dass sie einfach nicht die Einzige ist. Ja, hast du nicht. Hast du nicht. Will und die meine Freundin ja. Soll. Ja, hast du nicht. Ich vermisse sie so krass, ne? Ja, aber das hast du nicht gezeigt. Du hast nur gelabert. Ja. Kannst du Musik drunter legen wieder? Verschwitzte Zähler, ey. Lass ich den Fuß lutschen. Geil. Ja, ja, ihr müsst beide einen Zopf, ne? Und dann nehme ich euch beide hier mal so richtig. Boah, ich freu mich. Wie bitte? Oh, guck mal, was er jetzt macht. Guck mal, wie ekelhaft. Wie ekelhaft. Ne? Junge, und die und 70% der Zuschauer so, hä, was denn? Paulina ist fremdgegangen, das ist viel schlimmer. Die hat emotionale Gefühle zu einem aufgebaut. Ey, ich verstehe das nicht. Ich denke ernsthaft, manchmal bin ich in den Kommentaren im falschen Film. Was ist denn jetzt so schlimm? Finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Kannst du Musik drüber legen wieder? Das Schlimme ist, ich kann nicht mal behaupten, ich erkenne Hendrik nicht wieder, weil ich erkenne ihn wieder. Also das ist Hendrik, das ist leider Hendrik und ich weiß nicht, ob ich das akzeptieren muss, dass er das ist oder ob er das nur ist, wenn er getrunken hat, aber ich lass mich so nicht vorführen. Gibst du mir Lapdance? Willst du? Ja, komm. Boah, boah, Buongiorno erstmal, ne? Da. Der eine kommt mit dem Mund und der Nase, der Muschel nah. Die kommen, die Paulina und Dings kommen mit Mund und Nase nah. Beides gleich. Ekelhaft. Wenn ich müsste nur der Gedanke daran, du würdest so hängen und jemand ist mit dem String und halbnackter Muschel über dir und du würdest da sitzen. Ich frage mal, hässt sie noch all? Was hat deine Mutter falsch gemacht mit dir? Junge, ich würde direkt nach Mainz fahren, würde da klopfen, ding, ding. Du, ich wollte mal kurz fragen, so, ist das normal, die Bilder, die ihr Sohn hier liefert im Fernsehen? Was hast du dem beigebracht? Ich schwöre, ich würde das so bringen. Ja, so, ich kann das echt machen. Natürlich würde ich das machen, Entschuldigung. Nein. Bleib mal leise. Das ist wundervoll, wirklich. Und so voll viele, ich habe gerade eben noch einen Kommentar. Ja, Kelvin hat das aber, pass auf, wortwörtlich, eben noch einen Kommentar bekommen. Du, Yvonne, im Prinzip hast du ja recht, ne? Also, Paulina hat das gemacht und Hendrik ist auch im Busch gegangen und so mit der Eulen. Aber du, der Kelvin, der hat das aufgelöst in einem Video. Ja? Ach, sag ich. Hat er das? Hat er? Ich so, hat er das gezeigt? Dass da hat er da irgendwie so, weil der macht von Temptation Island, macht ja, er so Reaktionen. Hat er das gezeigt? Nee, das nicht, aber der hat das gesagt. Ja. Die Hunde. Ja, Entschuldigung. Da kannst du doch. Der fragt. Und sie sagt. Oh, Make-up-Fleck. Und sie sagt noch selber dann. Geht, Alter? Sie sagt noch selber. Hast du dich da gerade hingelegt? Ja. Sie sagt doch noch selber, gerade in den Kopf. Ich habe es ja gerade noch geschrieben. Ja, ich war auch ein bisschen verwirrt. Der hat das ja nur gesagt und so. Hör mal, du hast mir doch gerade gesagt, er hat das aufgelöst. Ja, aber wenn Kelvin das sagt, dann ist es auch so. Ja, wenn Kelvin. Weil Kelvin so einen super Ruf auch hat, so einen ehrlichen, treuen, loyalen, dann glauben wir das natürlich. Hat man jetzt erst bei, wie hieß das? Reality Show, wie heißt das? Ja, Reality Show. Gesehen. Oh. Lass mich von keinem Mann und erst recht nicht von ihm. Nee, das ist von was anderem. So erniedrigen. Da ist ein Mann bei uns in der Villa, der alles tun würde, dann... Ja, Paulina! Damit, ja, jetzt ja, das auch! Ja. Für mich ist Temptation Island hiermit vorbei. Ich spreche ab. Nein! Ich finde das ernsthaft auch. Denkt, dass es noch irgendwas zu retten gibt? Ich bin dir so dankbar, dass du mich in diese Sendung geschleppt hast. Ich wollte nie hierhin. Ich schwöre auf meine Mutters Leben. Ich hab nichts.
Und da alle Menschen, so alle Frauen so, oh, der ist so, oh, der heult und der ist so, das tut ihm so leid und so. Und die Frauen, und das meine ich ja nicht herabstellen, herabwerten, ich möchte nur, dass viele von euch wach werden, dass ich auch schon die größten Schauspieler gekannt habe, die vor mir gekniet haben, mir Rosen geschickt haben, auf der Straße standen, gesungen haben, all das. Und parallel hat er in derselben Nacht noch einen gefeiert. Ja. Ja, aber kannst du jetzt, du redest die ganze Zeit von Pflanzen, jetzt haust du sie. Entschuldigung, ja, das kannst du überpiepen dann bitte. Junge. Ja, also sagen wir, 5 Samen woanders gepflanzt parallel auf Schnee. So, verstehst du? Und der hat bei mir, Nachmittag 16 Uhr, stand der Rotze heulend vor der Tür. Hör mal, ich hab den was abgekauft, weil der hat da ein Schauspiel. Das war einer der Kapitel aus den Büchern auch von Speckstirn. Das habe ich aber, glaube ich, gar nicht im Buch so erwähnt. Hör mal, der hat so, doch, habe ich erwähnt, wird der größte Schauspieler. Deswegen, Freunde, lasst euch nicht von Tränen blenden. Taten zählen. Unterm Strich Taten zählen. Das, was ihr seht. Nicht das, was ihr hört. Das, was ihr seht jetzt hier auch nicht, sondern das, wie er sich verhält. Junge, Junge, Junge. Diese Bilder waren krasses Scheiße, okay? Ja. Ich weiß, dass es zu viel war, aber... Pass mal auf, jetzt hörst du mir mal genau zu. Abdus geben. Ja. Dank. Alle möglichen Frauen. Dank. Das stimmt nicht. Gleck. Das stimmt nicht, sagt er auch noch. Der sagt halt auch noch, das stimmt nicht. Was soll er jetzt auch sagen? Nein, aber gleich bei der, da sagt er das Gleiche. Geht also musst du zuhören, der sagt gleich das Gleiche, überhaupt nicht reflektiert. Du bist diejenige, die fremdgegangen ist. Das war kein Fremdgehen. Wir haben gesagt, dass wir tanzen. Nein, Henrik, ich hab nicht gesagt, dass du mein Schwein darfst. Boah, du bist so gestört, wirklich. Ja, leider ja. Schatz, ich verspreche es dir, du hast winzige Augen. Ich weiß gar nicht, wie du getan hast, Henrik. Ich glaube, ihr beiden habt euch ziemlich hochgeschaut. Jetzt hört mal zu. Ja, lass doch laufen. Gut, Paulina, ich muss dazu sagen, Paulina, ich glaube einfach, sie hat nicht die Rhetorik, sich wirklich gut auszudrücken und dem zu sagen, hör mal, oder den allen zu sagen, ihr tickt doch nicht mehr alle ganz sauber. Also wenn das bei mir, ich würde die alle ungespitzt in den Boden rammen. Würde ich sagen, du halt's Maul, weißt du, ich meine, und würde denen erstmal das sagen, was ich hier in meinen Videos sage. Weil Paulina lässt sich auch klein machen. Paulina lässt sich von den anderen behandeln wie Scheiße. Henrik, Manipulator und Ukus, hört euch das bitte an. Hört euch das an. Paulina, du kennst Henrik. Du weißt, wie er ist. Was hat dich am meisten überrascht? Am meisten hat mich überrascht, dass er tatsächlich sein Versprechen nicht gehalten hat, obwohl wir 1000 Mal darüber gesprochen haben, obwohl er es Pastor, guck vor auf den so vielen Menschen geschworen hat. Und ja, hat 2 Tage gehalten. Obwohl er wusste, wie wichtig das für mich ist. Und ich finde, das ist schon Mindestmaß in Angesicht dessen, dass unsere Beziehung schon sowas von richtig auf der Kippe stand. Und du so auf der Probe standst und es war dir trotzdem nicht wichtig. Lacht er so dreckig? Ja, eben. Henrik, du nickst. Ja. Darf ich ihn beleidigen? Nein, nein. Okay, gut. Aber ja, der lacht auch noch, der lacht auch noch. Der tut das auch noch so ab. Ach, das ist das so. Ich darf ja nichts sagen, Mann. Ja, ich weiß, man darf nicht beleidigen. Nee, du kannst nur sagen, ich finde, dass. Nee, das geht auch zu weit. Das darfst du rechtlich sagen. Das geht auch zu weit. Ja, ich dachte eigentlich, dass ich in einer glücklichen Beziehung wäre. Klar, es gab Themen auf jeden Fall. Das mit dem Alkohol, das stimmt auch, das tut mir auch auf jeden Fall leid, so im Nachhinein. Dass ich das so unterschätzt habe, wie schlimm das wirklich für sie ist. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich bewusst. Was auch wird schlimmer. Ja. Was ist denn passiert, dass du dich dann auf Dominik eingelassen hast? Es war ja nicht so, dass ich Henrik nicht geliebt habe. Ich habe ihn immer geliebt über alles. Und ich habe es immer ernst gemeint, zu jedem Zeitpunkt. Ich habe immer loyal hinter ihm gestanden. Aber man mir immer wieder in den Rücken fällt und ja, mich einfach dahinter geht und belügt mit einer absoluten Oberdreistigkeit, dann ja, tut mir leid, aber... Ich kann irgendwann auch nicht mehr, auch wenn mir das unheimlich leid tut, was ich getan habe. Ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen. Sie sagt es. Sie sagt wenigstens, es sie sagt es, es tut mir leid, unendlich leid. Ich wünschte, ich könnte es rückgängig machen. Das sagt sie auch, ja? So. Und er lacht und so. Bei Frau wird noch schlimmer. War Dominik mir da drin eine große Stütze. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall auch, ja, eine Schwärmerei. Ich mochte ihn natürlich auch. Wir haben uns danach auch ja, nochmal gesehen und uns auch kennengelernt, aber es hat dann im Endeffekt einfach nicht für eine Beziehung gereicht. Weil ich hoffe, du weißt, dass ich dir nie wehtun wollte, egal was zwischen uns passiert ist. Was ist denn mit dem hinten los, Alter? Was ist denn mit dem da hinten los? Geh mal zum Friseur erstmal. Ja, ich empfehle ihm, ich mach dem Jakob, den Giuliano schreibe ich unten in die Infobox, den Friseur für uns hin.
Genau, der respektiert hinten, keiner hat über die irgendwas fressen gezogen, ne? Und da Giuliano hat sich so bei mir ins Positive gerutscht und da hinten dachte ich mir nur so, was erlaubst du dir eigentlich? Ja, du bist der Einzige, der sich reflektieren kann, aber wenn du ein guter Freund wärst, dann würdest du dir Hendrik mal sagen, Hendrik, die Bilder gingen auch gar nicht. Aber die hacken hier alle auf Paulina rum und keiner sagt dem Hendrik von den Jungs mal, hör mal zu. Ich kann nicht mal mitreacten, ich bin leidiger als ich weiß, ich muss mich auch mal zusammenreißen. Hendrik, was gibt's da zu lachen? Ja, zu lachen eigentlich nichts, eigentlich alles nur zum Heulen, aber... Ich habe dem jetzt nicht mehr allzu viel zuzufügen. Ich denke, es gibt da verschiedene Perspektiven, wie man das betrachten kann. Zu dem Zeitpunkt sind wir als glückliches Pärchen da reingegangen und ja, haben von Verlobung gesprochen. Aber alles, was dann passiert ist, kann der Zuschauer sich ja selber ein Bild von machen. Ja. Ich finde es unglaublich, dass man so unreflektiert ist und einfach bis heute sich nicht gerade machen kann, um einfach mal einzusehen, was da alles zwischen uns vorgefallen ist. Genau, das ist das sich gerade machen dafür. Zu sagen, ja, ich habe Bilder geliefert. Dass sie leugnet das wenigstens nicht, weil es ja auch klar ersichtlich ist. Aber Hendrik hat ja noch die Möglichkeit, weil er so schlau war, im Busch Dinge zu tun und all das. Weil er so schlau war? Ja, nee, schlau nicht, aber dann könnte man ja nicht auf die jetzt rumhacken. Alle sind doch auf sie, nicht auf ihn. Ja. Ich bin pro beide, gegen beide. Ich finde beide Verhalten ekelhaft. Was beide getan haben, geht gar nicht. Müll und Müll ist nicht gleich. Genau, ja. aber warum gehen alle auf Paulina? Nur weil die nicht heult und nur weil... Weil was? Weil sie es vor der Kamera gemacht hat? Ja, alles zusammenzählt, sie hat eher mehr gemacht als sie. Ja, aber nein, sie hat ja vor der Kamera jemanden geküsst und Gefühle aufgebaut. Das ist ja schlimmer. I don't get it. Also, du hast mich ja schon vor Temptation Island hintergangen. Ohne Ende. Ohne Ende. Betrogen, belogen, alles Mögliche. Das ist auch erst im Nachgang alles rausgekommen. Aber ich muss auch sagen, ich wollte das auch einfach oft nicht sehen. So. Ich finde es sehr schade, wie du versuchst, unsere Geschichte umzuschreiben, um hier besser darzustehen. Ja, Hendrik, du, es gibt... Ohne Ende Beweise dafür, ohne Ende. Um dir besser dazustehen, sie versucht nicht besser dazustehen, sie sagt, das war scheiße, wir können es rückgängig machen. Er versucht besser dazustehen die ganze Zeit, er leugnet ja alles. Ja, was soll ich sagen? Ich finde es eher schlimm, dass du dich in eine Opferrolle stellst. Ich glaube, wir wissen beide, ja, der stellt sich in Opferrolle. Beide uns ganz schlimm verhalten dem anderen gegenüber. Ja, aber dass du dich noch im Spiegel anschauen kannst, dass du immer noch hier sitzt und sagst, du hast nichts falsch gemacht. Hast du dir das mal angeguckt, was du da drin gemacht hast? Ja, du bist ja, ich weiß, dass du immer noch der festen Überzeugung bist, dass du hast ja den Treuetest bestanden. Hast du das? Ja, natürlich habe ich den Treuetest bestanden. Digga, wie kann man sowas noch behaupten, Alter? Hat der irgendwie Lack geschnüffelt? Ja, oder? Der hat Lack gesoffen. Nicht geschnüffelt, gesoffen. Junge. Der sagt, ich habe den Test bestanden. Was ist in seinem Kopf wirklich wahrscheinlich so, der hat komplett andere Werte, komplett andere Normen, komplett andere Beziehungsmodell. Ich kann Giuliano im Hintergrund sehen. Und der Giuliano lacht da hinten, genau. Der Uwe macht aber nichts, ne? Also, by the way, der macht das. Ach, gleich bestätigen die alle. Ja? Das wird richtig creepy gleich. Ja, alle. Das wird richtig creepy gleich. Pass auf. Hä? Paulina, ich weiß wirklich nicht, was du hier bezwecken willst. Du willst deine Taten mit meinem Verhalten rechtfertigen, was du gemacht hast. Das willst du tun. Du machst das, was du machst. Hendrik, anderes, machst du immer. Weiß aber, weißt du was? Achso, ich mach das immer. Das tust du immer. Das tust du die ganze Zeit bei Temptation. Ja, der Unterschied zwischen... Was du gemacht hast, das ist unterste Schublade. Ach, und was du gemacht hast, das ist in Ordnung. Bist du nicht zu deiner Verführerin wieder ins Bett gegangen? Siehst du, das, was du machst, das ist in Ordnung. Und er sagt, sag nichts. Er sagt nicht einmal, nee, das gehört sich auch nicht. Und das ist falsch. Schlichtweg falsch. Unfair auch ihr gegenüber, weil die sich beide nix, ne? Oh mein Gott, du lügst weiter. Ich bin zu meiner Verführerin ins Bett gegangen. Er ist später wieder zu seiner Verführerin ins Bett gegangen. Ich? Wann? Bei Temptation? Lügst du wirklich noch weiter? Bei Temptation? Lügst du wirklich noch? Boah, du bist wirklich schamlos. Hä, wann bin ich denn bei Temptation? Wann bin ich denn bitte bei Temptation mit einer Hendrik, Stadt gegangen? Ich weiß es. Tu doch einfach, boah, das ist so armselig wirklich mit 25, dass man sich... Guck mal, weißt du was ich gemacht habe, war schlimm? Auf jeden Fall, und das bereue ich zutiefst, aber ich muss dich nicht in den Dreck ziehen. Du ziehst dich selber genug in den Dreck. Ja, ist echt so. Ja. Ich wünsche dir wirklich nur das Beste, aber ich hoffe, dass du endlich mal klarkommst und dich einfach mal gerade machst für das, was du gemacht hast. Ja. Ihr habt einige Streitigkeiten. Hendrik, du hast gesagt, du willst Paulina heiraten. Dann muss ich doch mal was machen, Alter. Du hast ihr ein Versprechen gegeben, schlussendlich hast du dich betrunken und die Kontrolle verloren, du hast ein anderes Gesicht von dir gezeigt, kann man nicht anders sagen. Wieso konntest du den Alkohol und die Sauferei nicht einfach mal bleiben lassen? Also ich glaube, dass man ganz klar gesehen hat, dass ich mich auch unter Alkoholeinfluss weitestgehend im Griff hatte. Ich war zu keiner Alles Sekunde. Klar, ich mach jetzt nichts mehr. Ist das krass? Ich hör auf. Ist das nicht krass? Der sagt allen Ernstes, Freunde, der sagt allen Ernstes, der hat sich im Griff gehabt. Da wird man doch echt bekloppt, oder? Ich sag nichts mehr. Boah, ich muss mich auch ablenken. In Gefahr, dass ich fremdgehe. Ich glaube, jeder von den Jungs weiß das auch. Ich habe jeden Tag geweint. Jetzt pass auf, der fragt gerade, jeder von den Jungs weiß es auch und dreht sich rum, dass ich jeden Tag geweint habe. Hör mal, der tickt doch nicht ganz sauber. Ich sag nichts. Ich möchte nichts mehr sagen. Nur weil er geweint hat jeden Tag, rechtfertigt das seine Taten, was er mit den Frauen da gemacht hat da drinne. Paulina,
Es gab für mich nur einen, ich glaube, die Verführerin in der Villa, jede Einzelne wusste, dass sie eigentlich keine Chance hat, irgendwie mich rumzukriegen, weil ich jeden Tag gegen Paulina geweint habe. Jeden einzelnen Tag, Jungs, seid mir ehrlich, oder? Jeden Tag habe ich gegen ihr geweint, sie war für mich die Liebe meines Lebens. Ich habe über alles gewundert. Also ich finde es einfach alles, es ist alles einfach nur super schmerzhaft und traurig und wie es alles gekommen ist. Ich war mir zu 100% sicher, dass wir den Treuetest bestehen. Ich habe den Treuetest bestanden, die Beziehung leider nicht. Der geht davon. Oh mein Gott. Der geht, ja ehrlich, oh mein Gott, der geht ernsthaft davon aus, dass der den Treuetest bestanden hat. Beide haben ihn nicht bestanden. Nee, beide. Sie offensichtlich und er hinterhältig hintenrum. Ich glaube, ihr zwei, es ist vielleicht besser, dass ihr getrennte Wege geht, weil ihr beide in gewisser Weise Grenzen überschritten habt. Absolut. Und Temptation Island ist nun mal ein Treuetest. Es ist ein Experiment. Man sieht, gehört man zusammen oder nicht. In dem Fall ist es wohl besser, dass ihr nicht mehr weiterhin beisammen seid und zusammen euer Leben teilt. Ich bin euch aber allen unfassbar dankbar, dass ihr euch darauf eingelassen habt, dass ihr Teil des... Ja, das sind wir auch. Vielen Dank, dass ihr uns unterhalten habt und überhaupt, dass ihr uns YouTubern, Reactern, Roastern, all das die Möglichkeit überhaupt gibt, darüber zu urteilen. Wir urteilen ja mit unserer eigenen Meinung. Manche machen das ja neutral, manche machen das sehr intensiv, so wie ich. Und eins muss ich sagen, keiner von denen... kam mir irgendwie links oder quer mit irgendwelchen Anwalt oder mit irgendwelchen harten Beleidigungen. Man hat sich auf Insta gekabbelt, Giuliano, Jakob, ich, Henrik, Henrik glaube ich nicht so mit mir, aber die anderen beiden gegen mich am Schießen, aber völlig auf einem, so wie ich es ja auch bin oder geschossen habe. Deswegen fand ich das alles völlig in Ordnung, völlig gut. Deswegen wollte ich mich dafür nochmal bedanken. Ich hoffe nur, dass Henrik irgendwie mehr sein Leben in Zukunft in den Griff bekommt, was Frauen angeht, was sein eigenes Verhalten und seine Moral angeht. Dass er da mal langsam erwachsen wird und drüber nachdenkt, was so richtig und was falsch, was gehört sich und was gehört sich nicht meiner Frau gegenüber, ja, was das angeht. Und Paulina hoffe ich, dass sie auch irgendwie langsam über sich ja auch merkt, dass selbst Männer wie Yassin nichts für sie sind und dass sie das Beuteschema vielleicht auch ändern sollte. Aber das lernt man als Frau mit, so ich hatte das ja auch, mit wenig Selbstbewusstsein, auch wenn man hübsch ist, heißt das nicht, dass man Selbstbewusstsein hat. Irgendwann lernt man das dann und will andere Männer und guckt dann auch nach ganz anderen Werten und sowas und glaubt nicht immer nur an das Gute. Ne? Und das kann ich euch allen nur mal ans Herz legen, genau was diese Folge hier angeht, hier dieses Wiedersehen. Glaubt nicht immer das, was man euch sagt. Glaubt das, was ihr seht und fühlt. Das ist das Wichtigste. Man kann euch viel erzählen, man kann heulen, man kann bitten, betteln, aber wenn die Taten nicht folgen, dann hat das keinen Wert. Dann ist das Fake. Und ihr sagt alle, Paulina ist Fake, die heulte nicht, die bedauert das nicht. Aber für mich ist Henrik genauso Fake. Der heult tagsüber vor der Kamera und abends am Pool macht er den Trocken-Hannes wieder mit anderen Frauen und Buschaktionen, ja. Das heißt, das ist genauso Fake für mich, ne. Und das ist Fake, nicht nur für mich, sondern das ist Fake. Und werdet da ein bisschen wach und glaubt nicht leider nur an das Gute, wenn ihr das Schlechte seht. Ja, also da muss man lernen. Das habe ich gelernt. Habe ich ein paar Jahre auch echt gebraucht, das zu differenzieren und das zu lernen. So, Freunde, dann hoffentlich sehen wir uns bis zum nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, dann freue ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben. Und dann bleibt gesund und bis bald. Tschüss zusammen.